Hallo zusammen, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum das Bild so dunkel ist und was das auf meiner Nase ist. Alles dazu, also zu Jetlag, zur Anpassung und so weiter, wird euch jetzt im weiteren Verlauf Professor Jörg Scheele aus Frankfurt erklären. Viel Spaß beim Zuschauen. Also 2017, noch gar nicht so lange her, 2 Jahre auch in Harvard gelernt und er wird uns jetzt also das Thema optimale Leistung trotz Jetlag näher bringen. Wir freuen uns auf Professor Dr. Jörg Scheele. Danke, Hartwig, für die netten einführenden Worte. Ich möchte mich zunächst beim Dennis und bei der DTU bedanken, dass ihr mir diese Plattform hier gebt, die vielleicht Glatteis für mich ist. Das wird sich rausstellen, denn ich bin kein Sportwissenschaftler, ich bin kein Coach, ich bin kein Trainer. Ich komme von einem ganz anderen Bereich und das ist vielleicht das bessere Logo, was ich hier zeigen möchte. Das ist ja eben schon angesprochen worden. Ich bin nicht mehr Institutsdirektor, ich bin Seniorprofessor nur noch an der Uni. Ich habe aber vielleicht illustrativ, ich habe gestern auf der Straße ein Ginkgo-Blatt gefunden. Das ist mein Wappenbaum, der Ginkgo. Und der Goethe hat ein Gedicht dazu gemacht, bin ich eins oder bin ich zwei? Und das trifft vielleicht auch für mich zu, bin ich eins oder bin ich zwei? Denn auf der einen Seite ist meine Leidenschaft Grundlagenwissenschaft gewesen und solange wie ich Wissenschaft gemacht habe, habe ich mich mit Chronobiologie beschäftigt, also mit der Lehre von Zeit in unserem Leben. Und solange ich denken kann, ist meine Liebe der Sport gewesen, in allen verschiedenen Bereichen. Ich habe extra rot unterlegt. Ich bin ganz besonders stolz, dass ich als alter Sack im April diesen Jahres zum Triathleten des Monats gewählt worden bin von der DTU. Ist ja auch irgendwo eine Hommage an die Altersklassensportler, an die vielen, die es gibt, die um uns herum sind. Mein Trainer, der Mario Schmidt-Wendling, der hat mich zu dem gemacht, was ich bin, sportlich. Ganz klar, ihm gehört der Ruhm dafür. Der sagt immer, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und das ist im doppelten Sinn richtig und insbesondere in dem Sinne richtig, was ich euch jetzt heute erzählen möchte. Das ist nämlich ein Aspekt, der sich zwischen unseren Ohren abspielt, in einer kleinen Struktur, die ich euch gleich vorstellen werde. Ich werde also ein bisschen kombinieren, ein paar Grundlagen, Aspekte, die ich euch näher bringen möchte und dann die spezifische Applikation, wie es erstens jeden von euch betrifft und wie es insbesondere jeden Sportler betrifft. Und wir haben eben vom Inigo ja schon viel gehört über Internal und External Load und das sind Gebiete, wo ich keine Ahnung von habe. Internal und External Load von Training und den Einfluss auf Homöostase und er hat darüber referiert, welche Faktoren alle Ermüdung bei unseren Sportlern ausmachen. Ein Aspekt hat mir da gefehlt und das ist die Tageszeit. Und das will ich versuchen, euch näher zu bringen, um die Wichtigkeit dieses Aspektes tatsächlich zu unterstreichen. Ihr kennt das alle. Es geht natürlich um Tag und Nacht, es geht um wach und inaktiv. Es geht auch um die Verarbeitung, die kognitive Prozessierung von Trainingsinhalten, von Techniken. Da kann ich heute nicht drauf eingehen. Ich habe mich die letzten Jahre aber intensiv damit beschäftigt, was passiert in unserem Gehirn in einer Struktur, die Hippocampus heißt, mit der Engrammierung, mit der Festlegung der Gedächtnisleistung und der Tageszeitabhängigkeit. Ist sicherlich ein Aspekt, der uns auch betrifft. In dem technischen Bereich kann ich aber heute nicht drauf eingehen. Das Ganze ist irgendwo publik und interessant geworden im Jahre 65 des letzten Jahrhunderts. Der Jürgen Aschoff, ich habe ihn noch selbst reden hören, der ist lange tot, der hat Versuche gemacht zu der damaligen Zeit, dass er Leute in einen Bunker gesperrt hat und hat die Tür zugemacht. Die Bunker sind schall- und lichtdicht. Handys gab es damals noch nicht, sind abgeschnitten gewesen von der äußeren Umgebung und hat einfach gesagt, macht was ihr wollt. Und was ihr seht, ich habe jetzt leider keinen Pointer, was ihr seht ist, das Dunkle ist die Zeit, wann die wach waren und das Helle ist die Zeit, wann die schlafen gegangen sind. Und was man feststellt, während diese 2 Monate, die in diesem Bunker völlig isoliert gewesen sind, die sind jeden Tag ein bisschen später aufgestanden. Das wird dirigiert von unserer inneren Uhr. Von unserer inneren Uhr, die in unserem Kopf drin sitzt. Die ist extrem exakt für biologische Systeme. Wir nennen sie zirkadian, circa ungefähr, die ist der Tag, ungefähr ein Tag. Aber sie ist nicht ganz exakt 24 Stunden. Sehr exakt, aber nicht ganz exakt. Deshalb kommt es zu dieser Verschiebung, was wir freilaufend nennen als Chronobiologen und jeden Tag das ein bisschen später passiert. Da spiegelt sich eine Fülle von hormonellen und internen Regularien innerhalb unserer Homöostase ab, die alle von der Tageszeit abhängig sind. Alle. Und ihr kennt das alle vom tagtäglichen Leben natürlich.
Das Ganze wird generiert von einer winzigen Struktur. Das sind ein paar tausend Nervenzellen, die in unserem Gehirn sind, die ich da, das war zu der Zeit, als ich Zugang zu menschlich autoptischem Material hatte, als ich in Harvard war. Da seht ihr, da habe ich die markiert, diese Struktur damit. Das ist eine kleine Struktur in einem alten Hirnabschnitt und dort sitzt die innere Uhr. Die ist markiert mit einem radioaktiven Stoff. Der Stoff heißt Melatonin. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil er hat eine Bedeutung im Rahmen der Tageszeitabhängigkeit und der Modulation von Tageszeitabhängigkeit von Leistungen, von sportlichen Leistungen. Diese Uhr ist eingebettet, SCN, das ist der Kreis darum. Die Uhr heißt nämlich, liegt im Nucleus suprachiasmaticus, ist nicht entscheidend jetzt in dem Zusammenhang, ist eingebettet in ein zirkadianes System. Und ihr seht da oben die rote Kurve, das ist Melatonin. Melatonin ist immer und ausschließlich während der Nacht erhöht. Es ist ein Signal der inneren Uhr, was an unseren Körper gegeben wird. Komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, da diese Uhr nicht ganz exakt mit 24 Stunden tickt, muss sie jeden Tag verstellt werden. Jeden Tag aufs Neue. Und der wichtigste Faktor dafür ist Licht. Und da komme ich nachher drauf zu sprechen, denn das ist genau das Tool, was wir in der Hand haben, um unsere Athleten Phasen zu justieren. Ich sage auch ganz kurz etwas über die molekularen Mechanismen, die ich viele Jahre auch beforscht habe, wie diese Uhr abläuft. Das ist wirklich absolut trivial. Es ist eine sogenannte transkriptional-translationale Rückkopplungsschleife. Müsst ihr euch nicht merken. Das ist ein ganz einfacher biochemischer Vorgang. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Diese Uhr, das sind Säugetiere. Und da unten, das ist die Fruchtfliege, die im Moment überall herumfliegt. Die ist in der Evolution eine knappe Milliarde Jahre entfernt von uns. Die Uhr ist identisch. Das heißt, diese Uhr, die uns taktet jeden Tag, die euch aufwachen lässt, müde werden lässt, eure Aufmerksamkeit reguliert und die sportliche Leistungsfähigkeit regiert und dirigiert, diese Uhr ist so alt, wie es Leben gibt. Denn diese Uhr hat uns einen Vorteil gegeben, wenn wir vorhersehen, was passiert als nächstes, dann haben wir einen evolutionären Vorteil. Ich vergleiche das immer damit, wenn ich der Erste aus der Höhle bin und der Erste am Futternapf, was draußen zu essen gibt, und wir reden von vor 1,5 Millionen Jahren, dann habe ich einen Evolutionsvorteil. Wenn ich der Erste draußen bin und Weibchen begatten darf, dann habe ich einen Selektionsvorteil, ich kann mich fortpflanzen. Alles andere ist verloren in der Biologie. Das sind die zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Diese Uhr haben wir geerbt und die ist nach wie vor in unserem Kopf, obwohl sie überhaupt keine Bedeutung mehr in dem Zusammenhang hat. Aber sie tickt nach wie vor und dirigiert uns und vor allen Dingen unsere Sportler natürlich auch. Das manifestiert sich darin, was ihr alle kennt. Das ist eine Tageszeitabhängigkeit von unserer Leistungsfähigkeit. Und glücklicherweise habe ich meinen Vortrag jetzt im Hoch 2, ne? Also in dem Bereich, wo ihr wieder ein Leistungspeak habt im Laufe des Tagesganges. Das ist für einen typischen Morgenmenschen. Ich komme gleich drauf, warum das von Bedeutung ist. Ne? Das Ganze wird dirigiert, und da müssen wir wieder ein bisschen in die Wissenschaft kurz reingehen, weil das wichtig ist. Das wird dirigiert von zwei Prozessen. Das eine ist der Prozess C, das ist die Circadian Clock. Das ist die Uhr in unserem Kopf. Die hat einen endogenen Rhythmus. Der läuft einfach ab. Der wird nicht von außen getrieben, der läuft in dieser Uhr ab. Und das zweite ist der Schlafdruck, dem ihr euch alle jetzt gerade erwehrt, weil ihr Mittag gegessen habt und ein Schlafdruck wächst. Und ich hoffe, ich kann den Schlafdruck helfen, euch diesen Schlafdruck zu überwinden, indem ich euch fasziniere mit diesem Thema. Diese beiden Strukturen, also Prozess S und Prozess C, die wirken zusammen und bewirken genau diese schwarze Kurve, die ihr seht, und generieren damit die Leistungshoch im Tagesgang von jedem von euch und natürlich vor allen Dingen von unseren Sportlern. Wenn man das epidemiologisch macht, und ich könnte das hier machen, ich mache es jetzt auch einfach heute, die 5 Minuten musst du mir schenken, Dennis. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ihr habt alle heute Morgen um 7 aufstehen müssen, frühstücken müssen, hierher kommen, euch die Vorträge anhören. Ne? Hör ich da ein Stöhnen? Es war noch früher sogar, ja. Erinnert euch bitte mal zurück an eure letzten Ferien. Habt ihr ja alle irgendwann gehabt. Und wenn ihr 2 Wochen in den Ferien gewesen seid, wer von euch ist denn dann immer noch um 6 aufgestanden? Hand hoch. Wer ist um 7 aufgestanden? Wer ist um 8 aufgestanden? Wer ist um 9 aufgestanden? Wer ist um 10 aufgestanden? Wer ist um 11 aufgestanden? Wer ist noch später aufgestanden? Leute, einmal 2 Aspekte. Erstens, ihr seht, es gibt eine hohe Variation der inneren Uhr in eurem Kopf, die habt ihr geerbt von euren Eltern, die ist genetisch bedingt und die treibt euch und die kann ich
entdecken und entlarven an den freien Tagen, nicht an den Arbeitstagen, an den freien Tagen. Ganz wichtig für unsere Sportler natürlich, auch um die einzulocken. Das zweite ist, es sind überraschend wenige Eulen hier unter euch. Eulen sind die, die spät aufstehen und spät ins Bett gehen. Ich sage euch nachher warum. Es sind aber jede Menge Lerchen und jede Menge Normotypen, wie wir die bezeichnen, die also in einem Normbereich in der Mitte aufstehen und ins Bett gehen. In dem Zusammenhang hat mein Kollege Till Rönneberg einen Begriff geprägt und auch der ist wichtig. Das ist der sogenannte Social Jetlag. Alle die von euch, die an den freien Tagen nach 8 Uhr aufstehen, haben heute Morgen Social Jetlag bekommen. Die haben nämlich gesagt bekommen, sei früher wach, obwohl die innere Uhr sagt, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf jetzt. Interessanter Vorteil, aber ich bin ja eigentlich noch müde. Ne? Dieser Social Jetlag, der betrifft uns alle, die meisten von uns, und er betrifft natürlich wiederum insbesondere unsere Sportler, komme ich nachher drauf zu sprechen. Ein interessanter Aspekt ist, dass diese innere Uhr im Leben sich verändert. Unsere Sportler sind hier in diesem Bereich, das ist das Lebensalter, die sind in ihrem Leben so eulenhaft, wie sie nie wieder sein werden. Das heißt, über die Gesamtmenge betrachtet natürlich, ne, statistisch. Das heißt, diese Sportler wollen eigentlich im Regelfall später aufstehen und später ins Bett gehen. Und erst im Laufe des Lebens werden sie immer lerchenhafter. Kennt ihr alle von euch, euren Eltern, euren Großeltern. Ne? Es gibt einen zweiten Aspekt, der ganz wichtig ist. Das ist geschlechtsabhängig. Diese Dynamik. Und erneut befinden wir uns ja hier im Bereich unserer Spitzensportler. Und diese Spitzensportler, da sind die männlichen Sportler, sind viel mehr eulenhaft als die weiblichen Sportler. Ganz wichtiger Aspekt. Also auch da gibt es einen Unterschied, den man beachten sollte und beachten müsste. Es geht also alles darauf hinaus, und das ist die Quintessenz, ich muss den Chronotyp meiner Sportler kennen, damit ich sie richtig einjustieren kann für Training und Wettkampf. Und ich gebe euch gleich Beispiele dazu. Man muss dazu auch jetzt natürlich ein Kaviar ziehen. Also Publikationen, die man analysiert, macht oder durchführt, muss man Geschlecht beachten und man muss insbesondere das Alter beachten. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich jüngere oder ältere Athleten habe, die kann ich nicht zusammenschmeißen. Wenn ich jetzt in die Literatur gehe und gebe bei PubMed ein, Sport und Jetlag tauchen jede Menge verschiedene Sportarten auf. Das ist nur ein Exzerpt und sind Publikationen, die ich mir ein bisschen näher angeschaut habe, die ich da gelistet habe. Es gibt jede Menge mehr. Die zeigen aber die Awareness dafür, dass die Tageszeit oder Jetlag, die Verschiebung der inneren Uhr eine Rolle spielt, die ist da, ganz klar. Und es gibt, wenn ich eingebe Sport und Jetlag für die Untersuchungsparameter, gibt es jede Menge verschiedene Untersuchungsparameter, die ihr vermutlich tagtäglich anwendet mit euren Athleten, wo ihr, wenn ihr sie in Tageszeitabhängigkeit zu mehreren Zeitpunkten machen würdet, eine Varianz sehen würdet. Die sind nicht so gut morgens, sind nicht, wie sie abends sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es sind sehr kontroverse Ergebnisse in diesen Publikationen. Eine Standardisierung ist also auch nicht einfach. Und ihr habt ja gesehen, die Publikationslage, die steigt erst in den letzten Jahren. Also die Awareness dafür, dass unsere innere Uhr und das, was ich als Social Jetlag bezeichne, nicht als Jetlag. Ich meine, wir fliegen auch über Zeitzonen, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber es geht um den Social Jetlag. Lerche wie Eule, Sportler, ist was anderes. Und die Trainingseinheit für die Lerche um 8 ist was anderes als für die Eule um 8. Das ist ein dramatischer Unterschied. Und da gibt es viele Publikationen dazu, die das zumindest beschreiben. Man muss hier eine kleine Begriffserklärung noch machen, das muss ich einschieben. Das ist Travel Fatigue versus Jetlag. Es ist ein Unterschied, ob ich 8 Stunden mit dem Auto nach Wien fahre, um einen Wettkampf zu machen, oder ob ich über 8 Zeitstunden fliege, Zeitzonen fliege. Es ist völlig unterschiedlich, auch wenn die Phänomenologie, die dann auftritt, identisch ist. Die Leute sind fertig, neben der Spur. Ne? Nicht ansprechbar, haben schlechte Laune. Ne? Das ist alles klar. Man muss also hingehen und muss sich zunächst mal die Symptome anschauen. Und bei Travel Fatigue gibt es natürlich Symptome dazu. Das ist zum Beispiel, Immunsystem geht in die Knie. Auch das ist übrigens tageszeitabhängig, das Immunsystem und dessen Kompetenz. Das heißt, sie sind erschöpft, sind fertig, haben keine Motivation. Beim Jetlag sind die Symptome viel dramatischer. Ne, bis hin zu Durchfall, völlig neben der Spur, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Ne? Wie analysiere ich das? Das Handwerkszeug muss ich ja irgendwie in die Hand nehmen. Das kann ich für den Jetlag, da links, rechts abgebildet, mit klaren Fragebogen machen. Ich stelle euch nachher einen vor. Oder mit einer Aktigraphie, das geht natürlich auch. Bei der Travel Fatigue ist nach übereinstimmender Meinung der Wissenschaft keine Handhabe. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie
analysieren soll, wie ich das quantifizieren soll, etwas dagegen machen kann. Was ich dagegen machen kann, und das ist der letzte Aspekt, ist bei Travel Fatigue, also wenn ich irgendwo hingefahren bin, gibt es nur eine einzige Maßnahme, um dem Athlet zu helfen. Schlafen. Ne? Das ist nicht ohne Grund, dass der Blumenberg in dem Interview gesagt hat, und der Inigo hat das ja eben auch zitiert, dass Schlaf und Essen so entscheidend sind. Das wisst ihr alle natürlich, wenn ihr mit euren Sportlern umgeht. Und Schlaf ist ganz, ganz, ganz wirklich entscheidend. Beim Jetlag ist das eine ganz andere Kiste. Wenn ich Jetlag habe, nachdem ich über mehrere Zeitzonen geflogen bin, muss ich die Rate der Synchronisation erhöhen. Ich muss den irgendwie da in die Spur kriegen zu dem Zeitpunkt, wo er den Wettkampf macht. Und das sind einmal die Zeitzonen. Und der zweite Aspekt ist der, wann ist denn der Wettkampf? Auch da zeige ich nachher noch Beispiele dazu. Was wir wollen, ist natürlich, dass unsere Athleten optimal performen. Und da muss man das berücksichtigen. Diese beiden Aspekte müssen berücksichtigt werden, neben vielen anderen Aspekten. Ich sage nicht, dass das die entscheidende Komponente ist, aber es ist ein Rädchen, an dem wir drehen können, um unsere Athleten besser performen zu lassen. Es gibt eine Reihe von Review-Artikeln, die ich für signifikant erachte, mit meiner bescheidenen Kenntnis, die ich durchgearbeitet habe. Einer von denen ist der, der ist 2020, glaube ich, erschienen, also ein relativ aktueller. Die kommen zu der Quintessenz: Evidence for the successful management of jetlag in athletes was of low quality. Also die Untersuchungen, die gemacht worden sind, sind nicht so ganz einfach zu interpretieren. Unterschiedliche Parameter, unterschiedliche Gruppen, keine Berücksichtigung des Alters der Athleten, des Geschlechtes, der Tageszeit und so weiter und so fort. Also eine Evidenz daraus zu ziehen, ist nicht einfach. Es gibt einen zweiten, der ist ganz aktuell, ist gerade erschienen, 2022. Die sagen, there is a clear demand for a rigorous standardized approach to be adopted for future investigation within a controlled environment. Also die weisen in diesen Meta-Analysen darauf hin, dass die bisherigen Daten zwar schön und gut sind, daraus eine entscheidende Quintessenz zu ziehen, um unseren Athleten zu helfen, ist nicht ganz trivial, weil die Untersuchungsmethoden so variabel sind, die Kohorten völlig unterschiedlich sind. Das ist also eine Riesenschwierigkeit dabei. Heißt also, ich bin der Meinung, als Wissenschaftler, der viel publiziert hat und in hochrangigen Journalen publiziert hat, ich sage, es gibt viel zu viele Reviews bei einer bescheidenen Datenlage eigentlich zu diesem Thema. Die Datenakquise muss einfach anders ablaufen. Man muss homogene Gruppen haben, sowohl was die verschiedenen Parameter angeht. Man muss ein ganz klares Protokoll für die Datenakquise haben. Sag ich als Outsider, ich bin kein Sportwissenschaftler, ich gehe von einem rein naturwissenschaftlichen Aspekt an diese Daten heran. Ich muss eine Constant Routine haben bei der Datenakquise. Ich muss natürlich den Schlaf monitoren von meinen Athleten, um eine klare Aussage machen zu können über den, und deshalb habe ich es rot gemacht, Chronotyp. Ohne die Kenntnis des Chronotyps meines Athletens kann ich ihn nicht, da kann er noch so viel trainieren, kann ich ihn nicht einstellen, dass er seine maximale Leistungsfähigkeit dann erbringt, wenn sie gefordert wird, nämlich wenn der Startschuss fällt. Das muss man sich klar machen. Es ist ein Unterschied. Das wisst ihr alle, ob ein Wettkampf um 10 oder um 17 Uhr ist. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Lerche und eine Eule bin. Das muss ich analysieren und muss ich mit einbeziehen in das Primen meiner Athleten. Es gibt ein paar Arbeiten, die ich wirklich für hochinteressante erachte. Ich als Nicht-Sportwissenschaftler, wie gesagt, als Naturwissenschaftler, 2004 erschienen, also schon eine Weile her. Das sind die Kurven, ist jetzt gar nicht entscheidend, was da steht. Die Kurven sind im Tagesgang, da unten seht ihr die Uhrzeit gemacht, und das ist einfach die Performance dieser Athleten. Ich glaube, Wingate-Test wurde da angewendet. Das Entscheidende ist die Kurve oben links in der Ecke. Das ist die Körpertemperatur. Das heißt, die Körpertemperatur, und das wissen sicherlich die meisten von euch, die Körpertemperatur koinzidiert mit der Leistungsfähigkeit. Das haben andere Leute bei Schwimmern noch untersucht. Ich sage euch, warum Schwimmer so, und Schwimmen ist ja Teil des Triathlons, warum Schwimmen, auch wenn ich es nicht kann, warum Schwimmen so ein interessanter Aspekt ist. Schwimmen, die Leute haben im Regelfall ein ganz konstantes Environment. Das Wasser ist immer 23 Grad. Na, da ist eine Halle oben drüber gebaut, die Lufttemperatur ist gleich. Die haben keinerlei Hilfsmittel außer die Badehose, die sie anhaben. Das heißt, es ist eine standardisierte Situation, die relativ leicht Datenakquise machen lassen kann und auch die Auswertung und Interpretation dieser Daten. Und ihr seht hier, das ist doppelt dargestellt, in zweifacher dargestellt. Das sind Schwimmer und ihre Performance. Da geht es um 2 Uhr los, 20 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. Die werden besser im Laufe des Tagesgangs und haben ihre besten Leistungen am späten Nachmittag.
Das ist aus der gleichen und hier ist schlechte Leistung, gute Leistung. Da haben die das aus irgendeinem Grund umgedreht. Hier ist die schlechte Leistung unten und die gute Leistung oben. Und hier sind die geschlossenen Punkte, sind die Körpertemperatur. Die Körpertemperatur als Indikator für den Chronotyp läuft der Performance voraus. Sie steigt nicht. Sie steigt natürlich auch, wenn ich mich stark anstrenge, das ist klar. Aber die Körpertemperatur, die endogen reguliert wird durch unsere innere Uhr, läuft der Performance voraus. Das geht also erst die Temperatur hoch und dann habe ich meine beste Leistung. Was ja genutzt wird von euch oder von anderen Trainern, indem sie Athleten vorwärmen, ne, um die Körpertemperatur zu erhöhen und damit die Leistung zu erhöhen. Das hat einen bestimmten Effekt, hat aber keinen Einfluss auf die Veränderung der Lage des Chronotyps. Wie bestimme ich nun den Chronotyp von meinen Athleten? Der signifikant und beste Parameter ist tatsächlich die Temperatur, das zu messen, und zwar die Körperkerntemperatur. Man kann die Vigilanz natürlich aufzeichnen, so wie ich das im Moment mache. Man kann Hormone messen. Cortisol wird antizipatorisch, bevor der Tag beginnt, im Körper hochreguliert. Kann ich messen, im Serum zum Beispiel. Melatonin wird hochreguliert, bevor die Nacht beginnt. Kann ich also auch messen, auch damit kann ich die Phasenlage bestimmen. Sind Tools, die man gut verwenden kann. Und jetzt will ich ein Beispiel dafür geben, die signifikant, glaube ich, von der Kenntnis des Chronotyps eines Athleten vor Augen führt. Eine Publikation, die in Nature erschienen ist, also es ist sicherlich top-notch der Publikationen, und die haben sich angeschaut, erneut Schwimmer, aus besagten Gründen, die ich eben genannt habe. Und was die sich angeschaut haben, sind 4 Olympische Spiele, Athen, Peking, London, Rio de Janeiro. Und diese Punkte, die das da oben zeigen, sind zunächst mal Vorläufe, Semifinale und Finale. Und zwar genormiert diese Werte, wie gut die waren. Es ist naheliegend, das sind sicherlich Erfahrungswerte, die ihr habt, dass diese Leute mit dem Erreichen des Finales häufig besser werden. Im Finale sind sie einfach maximal motiviert und haben die besten Leistungen. Da wird genickt, also das ist der Fall. Das ist zunächst mal die Normierung. Oben sind die Männlein, unten sind die Weiblein. Also das ist prinzipiell das Gleiche. Das ist ein Normierungskriterium, was sie angewendet haben. Und jetzt haben die Folgendes gemacht. Die haben diese Läufe, diese Vorläufe, die Semifinale und Finale, aufgetragen gegen die Tageszeit und haben sich angeschaut, wie haben die denn performt. Und was ihr seht, das ist hier drüben einfacher dargestellt, das sind 3-Stunden-Intervalle zusammengefasst. Es gibt eine ganz klare Kurve der Performance dieser Schwimmer, egal ob Vorlauf, Semifinale oder Finale. Es sind ungefähr 150 Schwimmer dabei analysiert worden in diesen 4 Olympischen Spielen. Es gibt eine ganz klare Tageszeitabhängigkeit von der Performance dieser Athleten. Und zwar 0,32%. Dann wird man sagen, 0,32%, was ist das denn? Das ist ja völlig uninteressant, 0,32%. Nein, es ist nicht. Wenn man sich anschaut, dann seht ihr, dass 40% der Finalergebnisse der Tageszeiteffekt größer war als der Unterschied zwischen Gold und Silber. Das heißt, wenn ich meinen Athleten einstelle, dass er sein Leistungsmaximum hat, wenn das Finale ist, hat er einen Vorteil, sofern die anderen nicht eingestellt sind natürlich. Das ist immer die Voraussetzung. Wir reden jetzt von unseren deutschen Athleten. Tragen wir nicht nach außen. Müssen die anderen nicht unbedingt wissen. Wobei ich mir sicher bin, dass Christian Blumenfeld und Gustav Iden das absolut wissen und berücksichtigen. Ganz sicher bin ich mir davon. 64% der Finalergebnisse war der Tageszeiteffekt größer als Silber und Bronze und bei 61% Silber und der 4. Platz. Das heißt, wenn ich meinen Athleten richtig einstelle mit seinem Leistungsmaximum, hat er einen Vorteil. Und der ist nicht wenig. 0,32%, das ist nicht viel, aber umgerechnet auf die Ergebnisse ist das eine Menge. Es gibt einen weiteren Aspekt, den man berücksichtigen muss. Eine sehr interessante Studie von Faeser-Childs und Brandstetter, die 2015 publiziert wird. Die haben ihre Athleten, und es sind verschiedene Athletengruppen aus Ballsportarten, aber auch Individualsportarten gewesen, zunächst mal eingeteilt in einen ECT, Early Chronotype, Intermediate Chronotype und Late Chronotype. Und da spiegelt sich wieder da oben, das ist die Wake-up-Time, also wann die aufgestanden sind. Da seht ihr, die Early stehen früher auf, habe ich eben abgefragt, das Bild war hier, und die Late stehen spät auf. Ne? Hier unten ist der Sleep-Onset, der ist nur geringfügig verschieden, die Sleep-Duration ist auch ein bisschen verschieden. Und hier neben seht ihr die gleichen Athleten analysiert an ihren freien Tagen, an einem Wochenende. Da verschiebt sich das schon ein bisschen mehr, weil dann gehorchen die ihrer inneren Uhr. Und nicht mehr dem, was vorgegeben worden ist.
Zunächst mal, was interessant ist in dieser Publikation, was auch herausgestellt wurde, die körperliche Fitness koinzidiert auch mit der kognitiven Fitness. Ich will meinem Lieblingssport Triathlon nicht zu nahe treten, aber so ganz große kognitive Anforderungen sind da bei einer Langdistanz nicht unbedingt zu bewältigen. Man muss schon ab und zu mal nachdenken. Dennis, lach nicht. Ja, es ist halt einfach so. Nach unten treten und vorweg laufen und ein bisschen schwimmen, das ist es ja. Es gibt andere Sportarten, wo das ganz, ganz große Bedeutung hat. Bei uns Triathleten natürlich auch in gewissem Maße, mit Taktik zum Beispiel mit einbeschränken. Ne? Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich diese verschiedenen Chronotypen insgesamt betrachtet in der Performance über die Tageszeit verhalten, dann seht ihr, das ist eine relativ moderate Kurve. Wenn man sich das aber anschaut, nach den drei Chronotypen aufgesplittet, dann seht ihr, dass die Early Chronotype, die Morgentypen, nach ungefähr 5 Stunden ihr Leistungsmaximum hatten, nachdem sie aufgewacht sind. Die Intermediate ein bisschen später und die Late Chronotypen, die haben nach 11 Stunden erst ihr Leistungsmaximum gehabt. Das heißt, die innere Uhr diktiert, wann wir unser Leistungsmaximum haben. Das muss man ja auf dem Schirm haben, irgendwie. Ne? Die Leistungsunterschiede sind dramatisch dabei teilweise. Seht ihr da unten ECT, ICT 7-10%, beim LCT sind 26%. Ich muss an der Stelle noch einen weiteren kleinen Exkurs machen, nämlich Jetlag versus Social Jetlag oder Chronotyp, weil ich denke, das ist wichtig, dass das mal versteht. Dramatische körperliche und kognitive Auswirkungen hat beides. Kennt ihr alle? Kennt ihr von euren Sportlern natürlich. Jetlag betrifft nur flugreisende Sportler und per Definition sagen wir, so ein Jetlag, der wird signifikant nach ungefähr 3 überflogenen Zeitzonen. Ich bin anderer Meinung, ich bin der Meinung, dass auch 1 Stunde schon ausreicht und ich komme nachher nochmal drauf, warum. Social Jetlag betrifft eigentlich jeden Sportler. Ich habe es eben abgefragt. Wenn ich die Late-Chronotypen unter euch sagen würde, ey, geh mal um 6 Uhr schwimmen, würdest du sagen, spinnst du? Habe ich überhaupt keine Lust zu, ich bin einfach zu müde dazu. Ne? Also der Jetlag ist abhängig von den überflogenen Zeitzonen. Der Social Jetlag ist nur abhängig davon, was habe ich für einen Chronotyp und wann werden die Anforderungen an mich gestellt. Der Jetlag ist völlig unabhängig vom Chronotyp, hat jeder, eine Lerche und eine Eule. Der Social Jetlag ist natürlich abhängig vom Chronotyp. Ne? Also wenn ich als Eule um 6 Uhr schwimmen soll, habe ich dazu keine Lust, ne? Oder werde es nicht. Der Jetlag ist zeitlich begrenzt, wird endogen überwunden, die innere Uhr passt sich an. Und wir haben so eine Faustregel, 1 Stunde pro Tag, die wir in der neuen Zeitzone sind. Hawaii wart gerade, sind 12 Stunden. Ne? Könnt ihr euch ausrechnen, wie schnell die Adaptation rübergeht. Beim Social Jetlag ist das nur vorübergehend, denn ihr fallt immer wieder zurück in das, was in euren Genen steht. Euer Chronotyp wird euch immer wieder diktieren, wenn ihr aus dem herausfallt, was die Umgebung euch sagt, nämlich 7 Uhr aufstehen. Ne? In die Richtung seines Chronotyps fliegen. So ist das. Das kann man machen, das ist ein Unterschied. Natürlich, ob ich nach Osten oder Westen fliege, da steht es ja auch schon. Der Zeitpunkt des Leistungsmaximums wird beim Jetlag vorübergehend verschoben, aber ganz dramatisch. Social Jetlag wird er auch verschoben, aber dauerhaft. Weil wenn ich meinem Sportler sage, auch wenn du eine Eule bist, du bist jeden Morgen um 6 im Schwimmbad, dann macht er das natürlich. Besonders gut findet er das vermutlich nicht. Diese Symptome können natürlich kuriert werden. Deshalb stehe ich hier. Und das Entscheidende dafür ist, und das beantwortet deine Frage, wie finde ich denn raus, was der für ein Chronotyp ist? Lerche oder Eule? Und das mache ich mit einem Fragebogen, der eigentlich relativ trivial ist, dieser Fragebogen, der mir eine Reihe von Parametern von meinen Athleten sagt, nämlich, wann schläfst du, wann gehst du ins Bett, wie lange brauchst du, um einzuschlafen, trinkst du Alkohol, brauchst du morgens einen Kaffee oder einen Tee, um aufzuwachen, kannst du Powernaps machen und so weiter. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, die mir helfen zu verstehen, was ist das denn für ein Chronotyp? Ist das eine Lerche oder ist das eine Eule oder ein Intermediate-Typ? Und kann das damit einordnen. Das mache ich parallel mit ActiWatches im Moment noch. Ich würde das gerne machen, natürlich mit dem, was Blumenfeld und Eden für die gang und gäbe ist. Ihr habt es vielleicht gesehen im Fernsehen, die haben alle diesen Core-Sensor hier an der Seite. Der Mario experimentiert da auch schon mit. Die einfach die Temperatur oder die Körperkerntemperatur indirekt messen und denen damit eine Rückmeldung geben, wo befinde ich mich denn gerade? Die geben denen natürlich auch eine Rückmeldung, ist meine Anstrengung im Moment zu hoch, dass meine Temperatur zu hoch wird und ich Fieber kriege. Und der Ihnen sagte zum Beispiel, oh, 39 Grad ist noch okay, da kann ich noch performen. Ne? Darüber darfst du aber dann nicht sein. Gut, jetzt habe ich den Chronotyp meines Athleten bestimmt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie verschiebe ich die Uhr dieses Athleten, damit sein Leistungsmaximum, nachdem ich das analysiert habe, koinzidiert mit dem Wettkampf. Und da ist das beste Mittel Licht. Klar.
Ich hatte am Anfang gesagt, unsere Inneruhr wird jeden Morgen durch Licht ein bisschen verstellt, indem ihr rausguckt und Sonnenlicht abbekommt. Es gibt auch andere Zeitgeber, wie wir das nennen, die das können, aber Licht ist am potentesten. Und ich führe euch durch diese Kurve. Das ist der Schlaf, die Schlafperiode, hier unten ist die Uhrzeit. Und das ist die sogenannte Phasenantwortkurve von Licht. Um die Uhr zu beeinflussen, gibt es zwei Fenster, wo ich besonders effektiv diese Uhr verstellen kann. Das eine ist am Beginn der Nacht. Und zwar produziere ich dort einen sogenannten Phase Delay. Stellt euch vor, am Beginn der Nacht, ich kriege einen Lichtpuls am Beginn der Nacht auf meine Augen, dann denkt die innere Uhr, oh, der Tag war ja noch gar nicht vorbei, da habe ich ja wohl einen Fehler gemacht. Das darf aber morgen nicht wieder passieren. Also verschieben wir die Uhr und am nächsten Tag bin ich länger wach. Umgekehrt, am Ende der Nacht, wenn ich dort einen Lichtpuls gebe, das ist ein Phase Advance, sagt die Uhr, ach du liebe Güte, ich habe ja verpennt. Draußen ist ja schon hell, Futter ist alles gegessen, Paarungspartner sind begattet, verloren. Darf morgen nicht wieder passieren. Ja? Ja. So trivial ist Biologie eigentlich. Ne? Das ist die Grund. Also Licht kann ich einsetzen, um diese Uhr zu verstellen, effektiv. Und dazu muss ich natürlich eine extreme Lichthygiene mit meinen Athleten wahren. Physiologie, ihr habt alle noch gelernt in der Schule, dass Licht wahrgenommen wird über Zapfen und Stäbchen in unserer Netzhaut. Das ist nicht, nö? Dann weißt du es so. Ne, also es ist ja naheliegend. Das ist nicht alles. Wir wissen seit 20 Jahren, es gibt eine neue Population von Lichtsensoren in unserer Netzhaut, die ganz entscheidend dafür zuständig sind, dass unsere Uhr verstellt wird. Das sind die, schweres Wort, melanopsin-positiven retinalen Ganglienzellen. Könnt ihr gleich wieder vergessen, ist auch egal. Es sind Zellen in unserer Netzhaut, die besonders empfindlich auf Blaulicht sind. 496 Nanometer auf Blaulicht. Und das kann man sich natürlich zunutze machen. Das heißt, man kann mit Blaulicht die Uhr effektiv verstellen, um die Adaptation nach Überfliegen von Zeitzonen oder die Adaptation vor Ort, wenn ich einen Wettkampf habe, der um 17 Uhr stattfindet, zu bewerkstelligen. Setze ich Blaulicht zu bestimmten Tageszeiten ein, um die Uhr oder Blaulichtschutzbrillen, wie sie hier von der Firma Nomad auch angeboten werden, um Blaulicht herauszufinden. Ne? Eure Handys haben alle Blaulichtfilter übrigens drin, seit neuestem, weil die Leute erkannt haben, wie wichtig das ist. Ne? Die Kiddies sollen nicht abends Handy gucken, Facebook und dann nicht mehr schlafen können, weil die kriegen einen Blaulichtpuls. Ne? Das weiß man heute. Die Neonröhren hier haben alle einen hohen Blaulichtanteil, damit ihr wach bleibt. Ne? Gut, es gibt einen zweiten, jetzt komme ich zu dem Ausgangspunkt, es gibt einen zweiten Aspekt, der von Bedeutung ist, das ist dieses Hormon Melatonin. Erneut, da gibt es eine Phasenantwortkurve. Melatonin ist besonders effektiv vor Beginn der nächsten Nachtphase. Wenn ich dort jemand Melatonin gebe, dann sage ich dem Körper, es ist Nacht demnächst, also mach mal, dass du müde wirst. Induziert Müdigkeit, dieses Melatonin. Ne? Ist ein endogenes Hormon, nebenwirkungsfrei. Wir haben ganze Kongresse darüber abgehalten, welche Bedeutung Melatonin hat. Es hat keine Nebenwirkungen und da stehen jetzt 40 Jahre Forschung dahinter. Es hat keine Nebenwirkungen, man kann es einsetzen, man kann es mittlerweile hier in Müllers Drogerie kaufen. Was ich nicht für gut erachte, ich bin der Meinung, man sollte sich das nach wie vor verschreiben lassen. Das ist eine andere Geschichte, können wir nachher drüber reden. Gut, Melatonin kann ich genauso einsetzen. Hier ist wieder diese Kurve und da gibt es jetzt einen Bereich, das ist vor der nächsten Nacht, den nennen wir Dim Light Melatonin Onset. Und während dieses Bereiches kann ich meinen Athleten mit Melatonin verstellen. Ich will euch einen kurzen Exkurs sagen, das ist physiologisch, kommt das ganz woanders her. Die schwangere Mutter sagt ihrem Baby, wie viel Uhrzeit es ist durch das Melatonin. Das geht durch die Plazenta zum Baby und sagt ihm, es ist Nacht. Und dann hält das Baby ruhig und die Mutter hat eine ruhige Nacht. Das macht sie übrigens auch noch, wenn sie stillt. Das ist nachts in der Muttermilch, ist Melatonin drin und dann hält das Baby ruhig. Das wird benutzt sinnvollerweise bei blinden Menschen, denen fehlt nämlich der Lichtinput. Wenn ich denen Melatonin gebe, kann ich deren Uhr justieren mit der Umgebung. Und das kann ich natürlich einsetzen, um meine Sportler zu justieren. Ich gebe denen nicht nur Blaulicht, sondern ich gebe denen auch Melatonin zu der Zeit, wo ich möchte, dass sie einschlafen, damit ihre Uhr verstellt wird und das Leistungsmaximum am nächsten Tag dann ist, wenn der Wettkampf stattfindet.
Gut, komplexe Aktion, das habe ich alles gemacht. Ich glaube, wegen der Kürze gehen wir das in aller Kürze nur durch. Social Jetlag und Wettkampfzeiten. Man kann es nicht verallgemeinern. Zehnkampf, ich war ja selbst Zehnkämpfer, ist was anderes natürlich. Da musst du von morgens 9 bis abends um 7 fit sein und irgendwo musst du deinen Schwerpunkt legen, musst sagen, also Stabhochsprung. Da will ich mein Leistungsmaximum haben, sehe ich also zu, dass ich meine Uhr da irgendwie hinschiebe. Das kann man machen natürlich. Ein wichtiger Punkt ist, das habe ich als nächstes da unten aufgeführt, Wettkampforganisation, Halbfinale, Finale. Wenn die an einem Tag sind, ist natürlich ein Problem. Da muss ich mir überlegen, soll mein Athlet im Halbfinale bestmöglich performen? Der ist nämlich um 14 Uhr. Oder will ich, dass der da irgendwie durchrutscht ins Finale kommt und ich will, dass er um 19 Uhr die beste Leistung hat? Das muss ich mir vorher überlegen und muss als Trainer meinen Athleten darauf einstimmen. Ich muss die Uhr verschieben, dass er das Leistungsmaximum hat, wenn das Finale ist, wenn ich das denn so will. Ne? Das ist nicht meine Aufgabe, das ist eure Aufgabe. Den Unterschied habe ich gemacht, den Unterschied habe ich euch auch vorgestellt. Powernaps ist ein ganz wichtiger Punkt, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich bin auch kein Schlafforscher, ich weiß aber viel darüber. Powernaps ist ein ganz wichtiges Tool, um zu helfen, dass die Recovery Period möglichst kurz ist natürlich. Kann man einsetzen, absolut. Ein ganz wichtiger Punkt, weil ich das immer wieder höre, naja, der Wettkampf ist um 17 Uhr am Sonntag, dann machen wir die Woche davor unser hartes Training immer um 17 Uhr, dann klappt das schon, dass du am Sonntag auch um 17 Uhr fit bist. Stimmt nicht. Ich kann mit dem Trainingszeitpunkt die Uhr nicht effektiv verschieben. Das funktioniert nicht. Ich muss die Uhr mit Blaulicht verschieben, ich muss die Uhr mit Melatonin verschieben, mit Verhaltenshinweisen verschieben, die ich den Athleten an die Hand gebe. Ich sage ihnen, wann sie bitte ins Bett gehen, wann sie aufstehen sollen, sollen ruhig noch liegen bleiben, dass sie nachts nicht das Licht anmachen sollen, wenn sie aufs Klo müssen und so weiter und so fort. Ich gebe denen Verhaltenshinweise an die Hand und darüber hinaus einen Fahrplan, wann ziehst du die Blaulichtbrille an und wann nimmst du das Melatonin. Und dann kann ich sie verschieben und kriege effektiv das Leistungsmaximum dahin, wo ich es hinhaben will. Gut, das ist beschrieben in der Literatur, 3-26%. Ich habe euch mal aufgelistet hier in einer ganz wirklich Understatement, 1% Zeitverbesserung bei den Olympischen Spielen in Peking. Und habe mal ein paar Sachen aufgelistet da unten. Und da unten ist natürlich Frodo. Ne? Also wenn alle anderen Athleten nicht ihren Leistungsmaximum zum Zeitpunkt des Wettkampfs hatten, ich weiß nicht, wann der war, der Wettkampf, um wie viel Uhr, aber einer hat sich richtig adaptiert, dann hätte der Siebte die Goldmedaille gewonnen dort. Und für die anderen gilt das ganz genauso. Ja. Könnte sein, ja. Ist ja leider nicht mehr da, der Daniel. Ja. Wenn ich bei PubMed eingebe Circadian und Triathlon, kommen 5 Publikationen hoch. Ich habe mir sie natürlich alle angeschaut. Ich möchte aus 2 Zitate machen, ohne die anderen zu diskreditieren. Der Chronotyp von Elite-Athleten vom Lastella, das ist wirklich ein guter Artikel. Zunächst mal, die Chronotypenverteilung haben wir eben gerade vorgestellt. Ich habe euch gesagt, es gibt 14% Morgentypen in der Bevölkerung, 16% Abendtypen und 70% ungefähr Zwischentypen. Jetzt, was der gemacht hat, ist, er hat eine Kontrollgruppe von wirklich Spitzensportlern genommen. Da ist die Verteilung ganz ähnlich wie das, was der Till Rönnebeik bei über 100.000 Leuten analysiert hat. Über 100.000. Ne? Hier ist das N natürlich viel kleiner. Und dann ist er hingegangen und hat sich die Eliteathleten angeschaut. Und das ist Cricket, Hockey, Soccer und Cycling hat er gemacht zum Beispiel. Und da seht ihr, dass die Verteilung schon ein bisschen anders ist. Die Morgentypen sind präsenter. Und die Abendtypen weniger und der Intermediate bleibt ungefähr gleich. Und jetzt kommt Triathlon. Beim Triathlon, das hat er nämlich auch gemacht, er hat Triathleten dabei gehabt, gibt es überhaupt keine Abendtypen. Und die Hälfte von denen ist ein Morgentyp. Und die andere Hälfte ist ein Intermediate-Typ. Ne? Das ist die Verteilung bei dem Triathlon. Das fand ich wirklich eklatant. Da sind die Daten nochmal dargegeben in numerisch. Und da seht ihr die herausragenden Daten. Ne? Beim Soccer, beim Fußball 84% Intermediate. Ne? Abendtypen gibt es bei uns überhaupt nicht. Und hier unten habe ich noch 2 Publikationen zum Schwimmen gefunden. 58% sind Morgentypen. Leute, wenn ein Schwimmer ein Abendtyp ist und er soll um 6 Uhr schwimmen, habe ich vorhin schon mal gesagt, geht nicht. Der hat keine Lust dazu. Ne? Was dazu führt, zu folgenden Fragen. Adaptieren die Athleten tatsächlich an die Trainingszeiten? Ja, das tun sie, weil ihr Trainer sagt ihnen das. Du stehst an der Bahn. Du machst das gefälligst. Ne? Bock haben sie dazu nicht. Führen wird das meiner Ansicht nach dazu, dass falsch gruppierte Athleten, also eine Eule, die ich um 6 Uhr schwimmen lasse, die sagt irgendwann, weißt du was, ich hab keinen Bock mehr.
ich mache eine andere Sportart. Ne? Ich spiele jetzt Billard oder sonst irgendetwas, weil ich dazu keine Lust mehr habe, so früh aufzustehen. Oder aber diese Athleten werden nicht gerecht den Anforderungen, die der Trainer an sie stellt oder die sie selbst an sich stellen, nämlich erfolgreich zu sein, und hören irgendwann auf. Ja? Ich glaube viel eher, dass die Sportler ihre Sportart wählen nach ihrem Chronotyp. Wer ein Morgen-Chronotyp ist, der wird sagen, oh, Schwimmen ist einfach genial, das ist toll, ich bin morgens immer fit, ich gehe um 6 Uhr hin, tolle Leistung, fühle mich gut anschließend, dann macht der Schwimmen natürlich weiter. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Daher kommen diese Verteilungszahlen, die da oben in dieser Publikation gezeigt worden sind. Es gibt eine zweite interessante Publikation vom Vitale, 2019 erschienen, der hat Volleyball, Fußballer und Triathleten verglichen. Diese Punkte, Tagesgang wieder, diese Punkte sind deren Aktivitäten, wann die aktiv sind. Ne? Was auffällt, ist dramatisch. Nämlich der Mesor von den Triathleten ist dramatisch erhöht im Vergleich zum Fußball oder zu dem Volleyball. Und die Amplitude ist auch dramatisch erhöht. Das heißt, das sind einfach genormte, in Anführungszeichen, Athleten. Das sind alles Morgentypen, die ihre Aktivität am Mittel des Tages haben, so wie ich es eben ausgeführt habe. Ganz wichtiger Aspekt ist, die Akrophase beim Fußball, 18.30 Uhr bei den ganzen Fußballern. Klar, da findet Fußballtraining statt, da finden die Champions-League-Spiele statt. Die Triathleten haben um 15.20 Uhr das, also etliche Stunden davor. Ne? Erneut für mich ein Indiz dafür, dass die Triathleten ihren Sport gewählt haben, weil sie diesen Chronotyp haben, nämlich früh starten zu können und dort maximale Leistung zu bringen, weil ihr Leistungsmaximum während dieses Zeitfensters auch tatsächlich ist. Gut, Hawaii als letzter Aspekt. Und was mache ich konkret, wenn ich darüber fliege und da teilnehmen will? Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Das sind 12 Stunden. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und es ist nicht damit getan, 12 Tage vorher da zu sein, vor allen Dingen nicht für die Spitzenathleten. Wenn die den Jetlag nicht rechtzeitig kurieren, vor dem Abflug schon, während des Fluges und dort, und das ist meine Aufgabe, das biete ich an, dann kommen die da drüben, sind völlig neben der Spur und machen ihr Training. Was passiert? Sie verletzen sich. Oder performen nicht so, wie sie performen wollen. Also man muss das koinzidieren, man muss das hinkriegen, dass das zu dem Zeitpunkt ist. Ich habe die verschiedenen Distanzen hier mal aufgewählt. Jetzt habe ich ein völlig fiktives Experiment gemacht. Verzeiht mir das. Ich bin kein Sportwissenschaftler, ihr könnt mich gerne zerreißen deswegen. Ich bin einfach mal hingegangen und habe gesagt, okay, wir haben die Zahl von den Schwimmern, nämlich dass es einen Tagesunterschied von 0,32% gibt. Und das wende ich jetzt einfach mal an auf meine Triathleten. Und dazu habe ich die WTCS-Rennen der letzten Zeit mir einfach mal angeschaut und habe mal rausgehört. Ich hoffe, ich trete da niemand zu nahe, der irgendeinen von diesen Athleten trainiert. Ich will es einfach nur mal sagen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich unseren deutschen Athleten als einzigen Chrono adaptiert habe zum Startzeitpunkt des Wettkampfs. Und ihr seht, die sind völlig unterschiedlich. 10.30 Uhr. Ja, wer ist denn um 10.30 Uhr schon fit? Ne? Das sind nicht so wahnsinnig viele. 14.45 Uhr schon ein bisschen besser. Und dann habe ich da von der Zeit die 0,32% abgezogen und habe den Platz korrigiert. Und ihr seht zum Beispiel, Lasse Lewis hat gewonnen. Mit 22 Sekunden besser. Ein völlig fiktives Experiment, was ich gemacht habe. Aber ich will euch einfach mal plastisch vor Augen führen, welche Bedeutung das im Endeffekt hat, wenn ich den Chronotyp meines Athleten kenne und ihn darauf anpasse, wann er die Leistung erbringen soll. Anderes Beispiel hier, Yokohama. Da sind 7 Stunden Face Advance dabei. Fliegen nach Osten, was eine Katastrophe für die innere Uhr ist. Westwärts ist viel einfacher zu kompensieren, den Tag zu längen, als die Nacht zu kürzen, wenn man nach Ostwärts fliegt. Auch da gibt es Platzverbesserungen. Und da unten ist noch München. Kein Zeitunterschied. Ist der Ron Schmidt hier? Nein. Nee, ist nicht da. Dann trete ich mir auch nicht zu nahe, wenn ich sage, wenn die Laura Lindemann an diesem Tag, 17.15 Uhr war die Startzeit, ich weiß nicht, was sie für einen Chronotyp hat, überhaupt keine Ahnung. Das ist völlig fiktiv, was ich mache. Wenn die Chrono adaptiert wäre, hätte sie gewonnen. Die hat nämlich nur mit 9 Sekunden verloren. Das ist nicht viel. Ja. Unter der Voraussetzung natürlich, dass das nicht alle Athleten machen. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir die deutschen Athleten primen, damit sie erfolgreicher werden. Deshalb sind wir hier auf dem DTU-Tag. Und als letztes mache ich einen Ausblick. Ne? Wir haben demnächst den World Triathlon Cup, das sind 7 Stunden Face Advance, den die Athleten dort unterworfen werden. Da ist es nicht mit getan zu sagen, ey, flieg mal dahin und mach Goldmedaille oder mach Silbermedaille. Das geht nicht. Die müssen adaptiert sein und zwar auch auf die Startzeit. Guckt euch mal die Startzeit an. 9 Uhr ist das bei den Frauen und 11.30 Uhr ist das bei den Männern. Wenn ich also nicht meine Athleten, bevor sie dahin fliegen, bereits
ein bisschen verschiebe, bei dem Flug auf eine entsprechende Flughygiene achte und nach Ankunft effektive Maßnahmen ergreife, um den internen Leistungsmaximumszeitpunkt so zu verschieben, dass er koinzidiert mit 9 Uhr, werden die ihre maximale Leistung nicht abrufen können. Ganz klar. Und da unten habe ich noch Abu Dhabi. Da sind die Startzeiten jetzt nicht ganz so dramatisch. 13.06 Uhr. Ich habe mal die mitteleuropäische Zeit dazu geschrieben, die das dann einfach wäre. Das ist sicherlich signifikant. Und es geht heute um Sekunden. Die sind alle top-notch, die Leute. Das geht wirklich nur um wenige Sekunden. Und warum nicht an dieser Stellschraube drehen? Warum nur Kettenblatt aufbohren? Warum nur den neuen Haifisch-gecoateten Anzug anziehen? Warum die Haare wegrasieren? Aber nicht an dieser Schraube drehen, die doch offensichtlich so signifikant ist, wie ich es euch hoffentlich näher gebracht habe. Und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.